Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir testen heute eine neue Limited Edition zusammen. Es ist die vierte, die ich aus der ganzen Rivalfamilie jetzt getestet habe in diesem Monat. Es gab schon viele Limited Edition Reviews. Ich habe auch manchmal Limited Editions zusammen in ein Video gepackt. Ich werde euch die alle mal irgendwie hier einblenden, damit ihr sehen könnt, welche das gewesen sind. Und schaut sehr gerne auf meinem Kanal vorbei, um euch die anderen Reviews anzusehen. Denn wir werden gerade ziemlich stark mit Limited Editions zugespammt, könnte man vielleicht auch sagen. Wirklich sehr, sehr viele LAs kommen gerade auf den Markt. Aber das ist ja eigentlich immer so im Herbst, Winter, gerade so zu der Zeit, wo eben auch so Weihnachtsgeschenke und sowas gekauft werden können, bieten Firmen oft ein sehr, sehr großes Sortiment eben auch an limitierten Produkten an. Und es geht heute um die Fairy Lights Limited Edition. Ich habe alle drei Paletten gekauft, die es gibt. Ich habe auch den Aufsteller für euch abfotografiert. Ich habe das Ganze, glaube ich, schon vor eineinhalb Wochen, glaube ich, ungefähr gefunden. Ich hoffe jetzt, dass dieses Video informativ und hilfreich für euch sein wird, ob sich diese Paletten hier lohnen oder nicht. Das sehen wir dann. Ich wünsche auf jeden Fall ganz viel Spaß und hoffe natürlich auch wie immer als erstes, dass es euch allen gut geht. Und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Wir werden heute einen Look schminken, also ich jetzt hier in diesem Moment, mit diesen zwei Paletten hier. Das ist einmal die Variante 02 Fabulous Fantasy. Hier sind 9 Lidschatten enthalten. Es gibt einen Spiegel auch in der Palette. Und das Ganze hat auf jeden Fall so eine warm-toned, so ein bisschen feuermäßig herbstliches Farbschema. Und diese zwei Lidschatten hier sehen super krass so Wet Metallics sind das, glaube ich. Also ich freue mich sehr heute auch nach diesen beiden Tönen hier zu greifen oder mindestens nach einem von denen. Denn ich habe vor, heute diese Palette hier zu kombinieren mit einer weiteren und zwar mit der Variante 03 Holy Spirit. Das Ganze hier ist eine Cooltoned Palette mit einem super interessanten Farbschema, wie ich finde. Also man hat sowas grünlich-olivfarbenes. Wir haben auch ein so ein Braunton, der schon wärmer ist, so in die zimtige Richtung, aber jetzt nicht super warm. Dann auch so eine richtig schöne Abdunklungsfarbe, aber haben auch, wenn man sich zum Beispiel dieses Quattro hier ansieht, ein sehr, sehr helles Farbspektrum. Also mit diesem Silber hier und dann so über Flieder und so ein ganz zartes Champagner. Ganz spannend, also alleine mit diesen Vieren hier könnte man, glaube ich, wunderschönen Look schminken. Wollte ich euch noch einmal den Aufsteller einblenden, damit ihr seht, wie das Ganze aussieht. Bei mir stand das nämlich nicht in der Theke, sondern extra. Also schaut doch mal hinten irgendwo bei euch im Rossmann, wo sowas immer irgendwie steht, auf so einem runden Aufsteller oder generell irgendwo aufgestellt ist, stand bei mir nicht in der Theke. Es ist hier nämlich noch enthalten ein Lidschattenpinsel. Ich glaube, der war zweiseitig. Das finde ich sehr schön, wenn sowas einfach immer noch dabei gibt. Ich meine, hauptsächlich geprägt ist diese Limited Edition von den Lidschattenpaletten eben. Ich finde übrigens den Aufsteller wunderschön mit diesem Wald und diesen Fairy Lights und es sieht einfach so hübsch aus, finde ich. Und die Nagellacke, die enthalten sind, sind auch sehr, sehr interessant. Wir haben einmal einen Orangeton, einen blauen Schimmerton, wie so eine Sternennacht sieht das einfach aus. Richtig hübsch und so ein ganz besonderes dunkles Braun. Bordeaux-Aubergine. Auf der Suche seid nach interessanten Nagellacken bietet euch diese LE auf jeden Fall auch eine kleine Auswahl. Und bevor wir jetzt hiermit loslegen, springen wir ein paar Tage zurück. Ich habe nämlich schon einen Look mit der dritten Limited Edition Palette geschminkt, die Farbe 01 Magic World. Und wir hüpfen rein und schauen, was ich damit gezaubert habe. Ich finde, dass es die schönste von den dreien ist. Also mir gefällt einfach die Color Story total gut. Es ist eine Cool-Toned Palette und ihr wisst ja, mein Herz schlägt für Cool-Toned Paletten. Metallische Lidschatten und zwar, um genau zu sein, 6 Stück. Dann haben wir 2 komplett matte Töne, das sind diese beiden hier. Und dann haben wir einmal diesen matten Ton hier, der aber so ganz feine Schimmerpartikel beinhaltet. Es ist also eine kleine 9er Palette, genau wie die anderen natürlich auch. Es ist auch hier ein Spiegel enthalten. Und wir werden heute einfach mal sowas Dunkles, Grungiges schminken. Ich finde, die Palette erinnert mich total an so einen Wald, an so einen magischen Wald. Also das wäre, glaube ich, auch ein guter Name für die Palette gewesen.
Und ich bin jetzt mal gespannt. Wir haben ja schon einige Paletten getestet in den letzten 2 Wochen zusammen aus LEs. Da diese Palette nicht sehr viel helle Möglichkeiten zulässt oder hellere, gehe ich direkt in den dunkelsten Ton hier, der ja auch so recht matt aussieht, bis auf diese kleinen Schimmerpartikel, und gebe das jetzt außen einfach mal auf. Also ich möchte heute wieder einen Look schminken, wo außen das Ganze am dunkelsten ist. Ich habe überlegt, ob ich auch ein Halo-Eye mache, wo eben auch innen die Dunkelheit so ist, aber da ich so einen Verlauf heute schöner finde, damit mache ich das jetzt so. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, würde ich sagen. Man könnte das jetzt, glaube ich, noch am Rand mit diesem helleren Ton vielleicht auch ganz schön ausblenden, aber ich finde, das hat sich so jetzt eigentlich schon ganz schön nach oben so soft ausgeblendet. Also ich habe es jetzt nicht wirklich richtig krass ausgeblendet, dass es so eine sehr weite Streuung hat, aber ich finde schon, dass die Kanten harte, weiche Kanten sind, wenn das Sinn ergibt. Ich würde sagen, jetzt machen wir weiter mit Schimmerlidschatten. Und ich kann mich nicht entscheiden. Ich wollte eigentlich unbedingt dieses Grün hier benutzen, weil ich das richtig toll finde. Das ist so ein schönes Tannegrün. Aber diese drei hier, also der und der hier oben, passen natürlich total toll zusammen, ne? Und deswegen werde ich das, glaube ich, mal in so einem Farbverlauf machen. Von dem über den hin zu diesem silbernen. Und im Innenwinkel möchte ich was machen, was ich sonst auch eher eigentlich nicht mache, was man aber gut machen kann. Und das zeige ich euch gleich. Das hat richtig gut funktioniert, wie ihr sehen könnt. Und ich mache das Ganze jetzt auf dieser Seite hier gerade einfach genau wie auf der anderen. Ich nutze auch heute wieder meine Finger, weil ich das mit den letzten Rival-Paletten auch immer gemacht habe und ich das jetzt gerade am besten auch für den Vergleich finde. Das Schwarz-Grau ist auf jeden Fall eine richtig tolle Basis, eben auch für diese dunkleren Farben. Ich finde immer, sowas kommt dann auch nochmal ganz anders raus. Wie schön sich das ineinander blenden lässt. Also ich muss mich überhaupt nicht anstrengen. Und diese metallischen Farben jetzt hier fühlen sich auch wieder so richtig weich an, die sind richtig glänzend, total buttrig, wenn man das mit dem Finger aufnimmt, und es schmilzt auch total toll. Das ist jetzt auch die erste Palette, die ich gerade abdrehe, deswegen weiß ich gar nicht, wie die erste war, die ihr jetzt im Video gesehen habt. Ich hoffe, genauso gut. Das war jetzt hier irgendwie so ein 2-Minuten-Make-up pro Auge und ich finde, das sieht halt überhaupt nicht so aus. Ich nutze jetzt noch diesen Ton hier. Und diesen mittleren Ton, das ist so ein Türkis, von dem, den ich jetzt auch oben habe. Und gebe das unten entlang. Das finde ich jetzt schon mal richtig gut. Und heute werde ich mal das Weiß hier nutzen und das als Innenwinkel-Highlight aufgeben. Ich nutze eigentlich fast nie ein mattes Innenwinkel-Highlight. Aber falls ihr das noch gar nicht mal ausprobiert habt oder gar nicht, was heißt gar nicht wusstet, dass das geht. Also manchmal ist einem ja auch einfach gar nicht bewusst, dass man mal was ausprobieren könnte, bis man das woanders vielleicht gesehen hat. Deswegen machen wir das heute einfach mal. Kein Schimmer, kein Glitzer, nichts Metallisches. Und ihr seht, wenn der Kontrast groß genug ist, sieht auch einfach nur mattes Weiß total strahlend zu anderen Farben aus. Ich liebe die Farben und kann mir sehr gut vorstellen, da noch einige weitere Looks mit zu schminken. Auch gerade das Grün mit dem Silber kann ich mir sehr gut vorstellen. Oder das Schwarz nur mit dem Grün oder nur das Blau vielleicht auch alleine als so einen One-Shadow-Look mit dem Metallischen. Das kann ich mir alles sehr gut vorstellen. Und in der Mitte haben wir ja auch noch immer diesen Ton hier. Den habe ich jetzt ja gar nicht benutzt. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, damit irgendwas zu kombinieren. Und freue mich drauf. Also eine kleine, schöne, feine Palette für einen sehr schnellen, wunderschönen Look. Ich habe mir übrigens noch Lashes aufgeklebt und finde, das passt sehr, sehr schön zusammen. Ich war sehr begeistert vom Look und weil ich den schon in einem anderen Video getragen habe, was schon online ist, weiß ich, dass auch ihr sehr begeistert wart. Und das freut mich natürlich auch immer sehr. Ich habe mich besonders wirklich über die Qualität gefreut. Das ist so die Qualität, die gute Qualität von Rival. Es gibt die gute und die grottige. Es gibt meiner Meinung nach nichts dazwischen. Und von den ganzen LEs, die ich jetzt gerade auch diesen Monat getestet habe, habe ich das einfach wieder bestätigt bekommen. Es gibt einfach nur grandiose Qualität
oder absolute Flops. Für mich ganz persönlich. Mich hatte übrigens auch eine Zuschauerin angeschrieben und mir gesagt, dass sie eine der Paletten an eine aktuelle Anastasia Beverly Hills Palette erinnert. Und da bin ich ja raus, weil ich mich in dem Sortiment einfach gar nicht auskenne. Und weil ich so professionell bin, habe ich natürlich auch direkt vergessen. Ich wollte es euch eigentlich sagen, aber ich habe es direkt wieder jetzt gerade vergessen, welche Palette das ist. Also, falls du dieses Video sehen solltest, meine Liebe, schreib uns doch gerne das nochmal in die Kommentare oder vielleicht weiß es ja auch irgendeiner, der jetzt sonst so zuschaut von euch. Und ja, wie gesagt, wir kombinieren das Ganze heute miteinander. Ich halte euch das nochmal so hin, dass ihr das gut sehen könnt. So. Und zwar möchte ich heute so einen Liner-Look irgendwie damit schminken. Und ich muss mal schauen. Natürlich schaffe ich es heute jetzt nicht, alle Farben zu benutzen, aber ich wollte nicht drei Looks schminken, weil ich sonst halt 3 Tage für dieses Video gebraucht hätte. Und ich glaube, so ist es dann am besten. Und ich möchte diesen matten Fliederton als erstes einmal nutzen und gebe den außen, an meinem Außenwinkel entlang. Da machen wir das Ganze später auch noch dunkler, aber ich will schon mal die Farbe so da haben, damit ich so ein bisschen eine Idee habe, wie das hier läuft. Das ist ein Pastell-Fliederton, also jetzt definitiv nicht die einfachste Farbe auf dieser Welt. Und ihr seht, dass sie eigentlich auch schon ziemlich gut rüberkommt. Also da kann man sich für so einen Pastellton, glaube ich, nicht beschweren. Also gerade auch so ein Pastell aus der Drogerie. Und ich wollte das Ganze auch so ein bisschen mehr als Base nutzen und um euch den Ton auch so ein bisschen zu zeigen. Wir machen aber erstmal weiter und nutzen dieses Grau hier. Und ich nutze das jetzt am Außenwinkel. Was ich an den Paletten auf jeden Fall mag, ist, dass die Auswahl an matten Tönen eben auch gegeben ist. Also sowohl matt als auch Schimmer sind hier gut enthalten. Das sind jetzt 3 Schichten. Ich gehe jetzt nochmal in diese Palette rein und nutze einen Hauch von dem Schwarz. Ja, das macht es auf jeden Fall ein bisschen besser. Also ich gehe wirklich nur so ein mini bisschen rein, gar nicht viel. Jetzt werde ich meinen Pinsel einmal ansprühen und dann nutzen wir diesen Fliederton. Und das gebe ich dann über das Flieder, was schon da ist. Jetzt möchte ich den Ton hier nehmen und den davor setzen und das so ein bisschen in meinen Innenwinkel ziehen. Das sieht mega schön aus und ich liebe es, wie man den Innenwinkel so richtig hell damit betonen kann. Ich finde, das ist jetzt so simpel, aber richtig, richtig hübsch. Und ich möchte aber unbedingt diesen Ton hier noch benutzen. Der ist so schön. Ist eigentlich eine ganz andere Farbfamilie als das, was ich jetzt drauf habe. Ich möchte es trotzdem hier unten entlang auftragen. Das ist Roségold. Dann passt das doch mega gut. Ich dachte halt, dass es jetzt so total der warme Ton ist. Ist es aber überhaupt gar nicht. Das ist so richtiges Roségold. Wunderschön. Das finde ich richtig hübsch. Ich möchte es jetzt außen aber noch so ein bisschen abdunkeln. Und da gebe ich dem Grau aus der Palette jetzt nochmal eine Chance. Und dann smoke ich das noch an meinem oberen Wimpernkranz. Ich habe mir jetzt noch meine Wimpern getuscht, halbe Lashes aufgeklebt und ich liebe das Ergebnis. Es sieht richtig schön aus. Ist genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. So ein bisschen dezenter, schimmern, trotzdem irgendwie smoky durch dieses ausgerauchte Außen. Und ich muss sagen, wenn ich euch eine Palette wirklich empfehlen würde, dann ist es diese hier. Die hat mir wirklich so gut gefallen mit diesen dunklen Tönen und es war wirklich richtig schön, damit zu arbeiten. Und ich habe ja noch nicht mal alle Töne benutzt. Dann auf Platz 2, dem Ganzen ebenbürtig schon, würde ich sagen, ist diese hier. Ich hätte nicht gedacht auch, dass mich das so umhaut, aber das hat sich auch richtig schön ausblenden lassen, ganz im Gegensatz zu diesem anderen Grau aus der Pastellpalette. Weil eigentlich ist es ja eine Warm-Toned Neutrals Palette und ist jetzt nicht so das, wonach ich so hammermäßig greifen würde. Aber das funkelt, also diese beiden hier, ich swatch die euch jetzt nochmal. Einmal das Roségold. Seht ihr diese feinen Glitzerpartikel? Und das hier. Das ist der andere.
What? What? Schaut euch das an. Wie wunderschön. Diese feinen Glitzerpartikel machen das so besonders. Es sieht so nass und besonders aus. Deswegen hat die hier auf jeden Fall auch mein Herz. Ich freue mich dann auch schon, was mit den anderen zu machen. So einen richtigen feurigen Sparkle Metallic Look. Richtig Lust drauf. Und ich muss sagen, diese hier, ich muss natürlich nochmal die anderen Farben ausprobieren. Das hier ist sehr, sehr schön. Das Flieder ist auch schön, aber jetzt in dieser Konstellation gefällt es mir. Ich weiß noch nicht, ob man es unbedingt braucht. Wisst ihr, was ich meine? Also bei der Palette bin ich mir unsicher. Diese hier kann ich euch bedenkenlos ans Herz legen. Schreibt mir doch sehr gerne, wie euch die Looks gefallen haben, welche Palette euch am meisten begeistert hat, wonach ihr vielleicht schauen werdet, was vielleicht schon bei euch einziehen durftet. Mich würde eure Meinung wie immer sehr interessieren. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!